Hallo Judith, ich freue mich, dass wir ein Gespräch führen werden über ein Thema, das mich sehr interessiert. Was macht eigentlich die Nutzung digitaler Medien mit der Sprache im politischen Diskurs? Wie siehst du das? Ja, hallo. Es ändert sich auf jeden Fall unsere Art zu kommunizieren. Das heißt, diese kleinen GIFs und Videosnippets und auch die sogenannten Memes, das war bis vor 10 Jahren in der Politik überhaupt nicht präsent. Und jetzt wird eigentlich alles darauf zugeschnitten. Und das ist natürlich was, was in einem politischen Diskurs einerseits Reduktion von Komplexität sein kann, wenn es funktioniert, aber natürlich auch durchaus sehr einfachen populistischen Gedanken Tür und Tor öffnet. Und ich denke, in den nächsten Jahren werden wir damit umgehen lernen müssen, dass sich nicht alles bis zum Unerkenntlichen verknappt in der Kommunikation. Also wir sehen, Social Media haben zwar ihren Wert, aber ein voller Ersatz für Analoges sind sie doch nicht. Und daher schlage ich vor, wir gehen hinaus und treffen uns draußen. Bis gleich. Wir nutzen ja soziale Medien so intensiv wie noch nie, notgedrungen. Und kann man jetzt noch sagen, dass das freiwillig ist? Ich denke, in der Situation jetzt kommt keiner aus und jedes Schulkind und jede Oma wird jetzt quasi auf Zoom eingeschult und vieles davon haben wir schon vorher benutzt und derzeit erleichtert sie uns das Leben sehr. Sie wird aber nie ersetzen, was man in einer analogen Beziehung erlebt. Kann man eigentlich sagen, dass Covid-19 der Startschuss dafür ist, dass wir in Zukunft unser soziales Leben, unser Leben miteinander in erster Linie im virtuellen Raum leben werden? Das würde mich sehr wundern. Also ich glaube das nicht. Das Digitale soll das Analoge nicht ablösen. Und Mark Zuckerberg hat selbst gesagt, was wir hier liefern, ist eine intelligente Infrastruktur für Strukturen, die schon da sind. Das heißt, Communities, Familien sind Strukturen, die vorhanden sind. Und das Digitale soll es ihnen in Situationen wie diesen erleichtern und nicht das Analoge ablösen. Diese Beschränkungen, die uns da die Corona-Krise auferlegt hat, also gäbe es die sozialen Medien nicht, hätten wir das dann so mitgetragen? Die sozialen Medien haben ein bisschen wie eine digitale Beruhigungspille gewirkt und die Kommunikation erleichtert, das Arbeiten ermöglicht und sie haben uns auch sehr viel Zerstreuung und Unterhaltung geboten und ohne sie wäre es wesentlich schwerer gewesen. Das glaube ich, ja.